Und so, liebe Leute, wie die alte Folge aufgehört hat, geht's auch in der neuen direkt nahtlos weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt bauen wir endlich mal das Haus hier fertig. Viel Spaß mit der Folge. Ja, wie gesagt, Haus weiterbauen. Ich glaube, stehen geblieben sind wir jetzt. Wir könnten noch mal was essen, ne? Leerem Magen baut es sich nicht gut. Wir wollten jetzt erstmal oder hier die erstmal Grundpfeiler stellen. Muss der glaube ich erstmal wieder weg. Ah, ich habe da eine Ecke weicher dran, der damit hatte ich Probleme. Okay, den kriege ich so nicht. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Ich muss vielleicht zwei einzelne Dinger reinknallen. Jawohl, so muss das sein. Und der kurze hier wieder rein. So. Ja, jetzt hier in der Ecke ist es natürlich wieder. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt kriege ich da wieder nicht so weit runter. Vielleicht muss ich einmal mit der Spitzhacke da reinballern. Das ist natürlich zu tief. Ist jetzt wieder hochgekommen? Ja. Lass mal gucken, kriegen wir den jetzt da vernünftig hin? Das sieht gut aus. Machen wir das jetzt hier wieder zu. Aber hier müsste ich aber da und da noch eins hinknallen. Das machen wir auch so. Da, sehr gut. Direkt aligned. Hier, sehr gut. So, so. Ich müsste jetzt da noch einen hinstellen, ne? Let's do it. Hier. Ah, damn. Ja, dann müssen wir halt eben mehrere kleine da hinsetzen, was soll's. Oder ich könnte auch hier jetzt einen langen hinsetzen. So. Dann machen wir diesen. Und hier passt doch wieder ein langer rein. Dann haben wir es doch recht gut gelöst. So. Außer hier. Hier haben wir es noch nicht gelöst. Hier muss es... Das stimmt immer. Nein. Im letzten Moment ist er noch weggerutscht. Na komm. Warum willst du denn nicht? So. Und eigentlich muss ich dann aber auch hier. Auch noch irgendwie mittig einen hinsetzen, ne? Dann legen wir den hier hin. Okay, das ist ein bisschen. Ja, ich setze den aber hier hin. War das richtig so? Das war richtig so. Okay, dann setzen wir uns den hier hin und dann bauen wir halt das kleine Stück jetzt da. So. Ja, unsymmetrisch, ne? Ich müsste den genau da hin. Was ist denn, wenn ich jetzt nur kleine da hinsetze? Passt das dann? Na, macht eigentlich keinen Unterschied, ne? So. Ich dachte, da lag. Nee, das passt alles so nicht. Das passt so leider nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt den einfach so dahin stelle? Passt das dann? Könnt ihr noch hier so mit einbauen, oder? Yes! Right! Alright! So, und hier können wir vielleicht dann gleich mal so einen Baum hinstellen. Jetzt wollen wir erstmal wieder mehr Kernholz. Da müssen wir wohl wieder bald Kernholz holen. Was kann er weg? Das kann weg? Ja. Uff, Leute, uff. Da muss ich jetzt echt bald wieder Kernholz holen. Da muss ich tatsächlich bald wieder Kernholz holen.
Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter das Grundgerüst. Ganz gechillt und easy peasy. Ja, genau, hier so. Okay. Ja. Achso, und mein Topf ist dann hingestellt, der ist weg. Und dann Topf? Mit dem von, wo die Nudeln drin waren und Reis für die Mülltonne. Die Oberdeckenkasse, du hast, habe ich ja unten auf die Treppe gestellt. So, da gehst du gleich mal fragen? Ja. Wäsche hast du einen Blick, ne? Nee. Mach ich jetzt auch gleich. Ich geh gleich runter, hol den Topf und mach die Wäsche. Sodele, sodele. Erstmal alle die, bevor ich das Ding hier wieder 1050 mal rumdrehe. So. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut, Leute. So, hier noch eins. So. Ich glaube, jetzt möchte ich auch mal gerade direkt ein bisschen Boden auslegen. Dann sehen wir nämlich auch direkt wieder, was haben wir? Springen, sehr schön. Ich möchte jetzt mal Boden auslegen. Kernholz packen wir mal gerade weg. Oder möchte ich schon Boden auslegen? Ich habe noch gar kein Dach drauf, ne? Ich weiß auch nicht, wie baue ich das denn hier? Soll ich hier so eine Verbindungsecke machen? Oh, da haben wir... Oh. Das geht ja mal gar nicht. Da haben wir eine Ecke vergessen. Da haben wir tatsächlich eine Ecke vergessen hier. Zack. Ist sie zu. Fragt aber mehr raus als die anderen. Aber, sollte, glaube ich, erstmal kein Problem sein. So, baue ich jetzt schon Boden rein? Ich habe noch kein Dach dran, weil hier der Boden, der fängt ja auch schon wieder an. Ich kann schon wieder nicht reparieren. Ich verstehe das nicht, Leute. Naja, irgendein komischer Bug oder was? Ich habe keine Ahnung. Dann wird das erstmal halt ein bisschen gammelig aussehen, müssen wir später mal neu machen. Deswegen können wir eigentlich auch schon Boden verlegen dann, ne? Gucken wir mal, ob ich auch hier. Na, da siehst du mal her. Da siehst du mal, guck. Das ist nämlich schon direkt schlecht. Hier in der Ecke bestimmt auch. Yes. Hier auch. Ja, das gefällt mir natürlich gar nicht. Dann gehen wir jetzt hier hin. Hier auch. Jetzt soll das wieder aufheben hier. Jetzt sieht das schon wieder so aus, ne? Ja. Machen wir das jetzt so. Da guckt ja schon wieder Erde raus. Nope, 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 nope. I don't like it. Ich muss das hier nicht mal zu hoch anheben, ne? So ist es nicht okay. Das ist eigentlich ein verdammtes kleines Stück hier.
Ja gut, dann kommt da halt irgendwas drauf. Sei es drum. Okay, kein Holz mehr. Zumindest nicht in der Tasche. Und da Hacke drauf. Jetzt da reinlegen und dann nochmal hoch machen. Ah, ist okay, ne? Ja. Und fort. Da schau mal her, da ist der Herr Skyguard. Immer runter zum Channel. Na, zurück von der Erkundungstour. Jo, was gibt's hier ab? Oh, das ist schon ganz schön groß. Ja, das wird schon ein Häuschen, ne? Das ist auch unglaublich viel Arbeit und immer diese Bodenanpassung, das ist nervig, ey. Ja, das ist so. Da guckt schon wieder was aus dem Boden raus. Ich werde verrückt, Leute. Aber manchmal geht's einfach nicht, ey. Ja, dann hat man halt eben unter diesem Stück. Ne, tatsächlich nicht. Dann lassen wir es dann eben tief. Was soll's? Jetzt kann das mir da dauerhaft sein, abzubrechen hier. So. Wieso passt das hier nicht überein? Doch, passt doch. Also, als ob das nicht ganz stimmen würde. Warum muss ich das auch weiterbauen, dude? Yes! Ich wollte es auch raid und ich muss mal was kochen. Aber es sind nur zwei Bosse, vielleicht danach. Ja, vielleicht bist du noch ein bisschen am Start, dann kann wieder weitergebaut werden, oder? Ja, wir bekommen wieder Zeit. Ich muss das mit dem Dach endlich machen. Ich bin halt immer betrieben, Mann. Ja, vor allem damit du auch endlich mal da pennen kannst, ne? Aber wie viele Kerne brauchst du nochmal? Ein oder zwei? Ah, ich hab streng genommen brauche ich nur noch einen, ne? Den Rest kannst du dann wieder nehmen, kannst du bei dir da irgendwie noch einen Kohlemeiler hinstellen und so. Wir brauchen aber 5 pro, ne? 5 pro, yes. Ich glaube, ich habe schon 9, also ich könnte theoretisch beide stellen. Ja, cool. Braucht man denn für sonst noch was? Nö. Ja, Portale halt, ne? Aber sonst habe ich bis jetzt noch keinen weiteren Grund entdeckt. Für was? Portale. Wie viel braucht man da? Ich glaube 2 pro. Wofür brauchst du den einen? Den einen brauche ich einfach, damit ich 10 habe. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich noch mal einen Kohleofen und noch mal so einen Schmelzofen hier hinstellen. So, dann stellen wir die Werkbank jetzt dahin, dann machen wir hier noch den Boden. Ich nehme einfach mal 4 Stück hier, weil dann habe ich halt noch den einen für... Dann habe ich 10 und dann hätte ich noch... Portale. So. Wo ist mein Wagen hier? Steht der doch. Oh, Leute. Wo habe ich die hingetan? Habe ich die schon bei mir abgeliefert? Die müsste eigentlich, ne? Die haben wir ja vom Süden her geholt.
Also ich weiß, dein Kart steht da. Ja, da, genau, dein Kart steht ja auch noch da. So, jetzt wird schon wieder duster. Das heißt, wie in den letzten Folgen auch, werden wir jetzt gleich mal wieder warten, bis die Nacht vorbei ist. Huch. Ich kann das gar nicht über den Boden. Fische, zu die irgendwie nicht aufeinander stacken kann, keine Ahnung. Oh, das macht ja schon wieder mal. Die haben halt unterschiedliche Qualität anscheinend. So, was können wir noch reintun? Müssen wir unseren Hammer, der ist zwar voll aufgehört, aber trotzdem geht er noch wieder mal Arsch. Aber wir sind ja auch fleißig am Bauen hier. Ich glaube, jetzt wird es schon wieder hart für euch was zu sehen, deswegen werde ich wohl wahrscheinlich jetzt mal mich... Weil das Geiger ist ja gerade hier, dann könnt ihr eigentlich quasi mit hinlegen. Dann haben wir schnell die Nacht geskippt. Alright. Hier jetzt immer... Sind wieder alle Lampen aus hier. So, wieder hier. Müssen die Feuer entfachen und ein bisschen für Gemütlichkeit sorgen hier. Genau. So, da ich ja auch noch ein bisschen. Huch, nee, das war meins. Das liegen. Im Bett brauchen Feuer nebenbei. Ja, ja, genau. So eins hier, oder was? Ja, ja, so ein Lagerfeuer, genau. Ah, oh, fuck. Yes. Brauchst du also auch noch bei dir, oder? Das heißt, ich muss ja im oberen Stockwerk dann Lagerfeuer setzen. Das heißt, ich muss für den Dunstabzug auch noch sorgen. Yes. Das kommt auch noch mit dazu. Oh Gott, die Nachricht, die ich da gerade gelesen habe, war aber nicht gut, ey. Wieso? Was für eine Farbe war die Schrift von deinem Traum? Normal ist sie immer blau. War die jetzt bei dir rot? Nee, die war blau, okay, ja. Aber da stand irgendwas von tot. Oh. Ich sterbe da. So, und jetzt geht's weiter. Für euch sind ein paar Sekunden vergangen, für mich ja, sind es wieder einige Tage später. Uns ist zwischenzeitlich noch das Holz ausgegangen. Dann habe ich jetzt die Tage noch mit Skyguard eine kleine Farmtour eingelegt. Und nochmal ein bisschen Holz gesammelt. Ja, die Farmtour hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Wir waren noch mal 2 Stunden lang Holzfarmen. Und naja, ich denke mal, jetzt haben wir aber alles Holz zusammen, was wir jetzt noch für die Fertigstellung brauchen. Dann würde ich sagen, lass mal einfach mal wieder weitermachen. Der Tag bricht gerade an. Wie man sieht, ist das Holz hier eigentlich auch schon, ja, das hat schon ordentlich an Haltbarkeit verloren, aber das reparieren wir dann später. Das sollte jetzt keinen Abbruch tun. Sieht denn aus? Wir haben ein bisschen Holz in der Tasche. Ja, wie die Kisten sind auch wieder komplett voll. Also sollten wir jetzt eigentlich keine Probleme haben. Deswegen, also, wo waren wir denn dran? Hier waren wir jetzt dran. Und dort machen wir jetzt auch weiter. Dann ziehen wir hier erstmal den Boden rein. Den müssen wir schon wieder anpassen. Naja, müssen wir auch. Die Steinachse holen wir raus. Hier. Ach nee, wir können nicht reparieren, weil. Huch! Das war also nicht geplant. So, wie sieht's aus? Okay. Nee, nicht okay. Jetzt okay? Ja. Das Holz. Den Boden passe ich hier auch direkt nochmal ein bisschen an, damit das nicht so tief da unten drin steht. Okay, das war zu viel. Dann kommt es einfach wieder weg. Welchen Boden haben wir denn hier so? Wir einmal erhöhen. Ich denke mal, hier müssen wir auch noch mit der Hacke draufhauen.
Und hier, glaube ich. Oh! Autschen, das hat schon mal fies angehört. Also dann. Eno. Das ist schwierig hier bei Valheim, das irgendwie vernünftig gerade zu bekommen. Vor allem meint man, man hätte das dann gerade gemacht, aber dem ist dann tatsächlich nicht so. Das sieht man dann erst, ja, so wie hier, das sieht man dann erst, wenn man richtig den Boden reinhaut, ne? Also tief möchte ich das eigentlich nicht haben, weil dann steht das Haus am Ende wieder in der Luft. Das soll so eigentlich nicht sein. So, da werden wir wieder hacken müssen, yes. Hier auch nochmal einen drauf. Da bestimmt auch nochmal. Ich glaube, das war es aber immer noch nicht, oder? Aber hier ist es gut. Ein bisschen höher hier. Will er auch schon wieder nicht höher. Aber wurscht. Müssen wir da? Ja, hier auch. Das stört mich nämlich sonst. Zum Schaden war das wieder zu viel. Ah, okay. Okay, kann man mit leben, ne? Kann man mit leben. So. Jetzt ein bisschen schwierig, wie ich das jetzt hier oben mache mit dem Dach. Ist voll hier. Ja, nehmen wir nochmal das Korbut. Korbutz. Ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen von dem anderen Holz mitnehmen. Ich bin überladen, ich bin überladen und legen wir das weg. Weil müssten wir nämlich hier mal so eine Treppe hinbauen. Damit ich da oben vernünftig oder wohl gehen wir mal zu dem hier. So. Bup, bup. Hier noch eine drauf. So, und das läuft da so. Wie wäre es, wenn wir hier jetzt so weitermachen? Aber was machen wir dann mit dem da? Ne? Was machen wir mit diesem? So ein Riesendach möchte ich eigentlich nicht. Also gucken, wir fangen einfach mal jetzt hier so an. Ja, das ist natürlich jetzt schon doof. Was ist denn, wenn ich den jetzt... oben anschließe? Habe ich denn hier so eine schöne... Das geht nicht. Das geht so nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Wie machen wir das denn? Oder müssen wir generell alles das wegreißen und das hier mit den Holzbalken machen? Dann müsste ich ja das Dach da hinten auch wieder komplett abreißen, ne? Ich meine, das sähe ja so jetzt auch nicht verkehrt aus, wenn wir diese Balken hier nehmen. Oder? Wenn wir die so da dran setzen, wäre eigentlich auch okay, ne? Dann setzen wir die Balken halt hier noch so drunter, lass mal gucken. Sieht das wie eine Ecke aus? Ja, ist okay eigentlich, ne? Ist eigentlich okay. Wenn wir die dann halt für außen nehmen. Und später haben wir sowieso noch andere Materialien zur Verfügung. Deswegen... Wir brauchen mal wieder unsere Treppe. Müssen wir die Balken auch wieder komplett wegnehmen, ne?
Was ist denn hier? Okay, das war wahrscheinlich auch nur so eine Leiter. Kann man das hier eigentlich noch so... Ja, tatsächlich kann man gleich mal so machen. Ja, das machen wir auch später noch. Ich glaube, ja, dann... Also der Grund dafür ist natürlich, man könnte vielleicht oben dann hier so dieses Kreuz hinsetzen, ne? Dort oben. Und vielleicht mache ich das hier nur so als Zierde außen. Und der Rest kann ja dann eigentlich so bestehen bleiben, ne? Und hier mache ich dann... Ja, komm, wir probieren das einfach mal ein bisschen aus. Lass mal gucken. So, du kommst weg. Du kommst weg. Und du noch nicht. Ja doch, du kannst auch weg. So. Dann gehen wir jetzt mit denen hier. So lang. Ja, da oben müssen wir dann auch noch mal gucken, wie wir es machen. Aber dass wir das dann außenrum vielleicht erstmal so machen. Hier sieht man sowieso kaum. Von daher lassen wir das mal so. Setzen wir das hier so hin. Obwohl, nee, eigentlich muss das ja hoch. Check, kommen wir kurz start. So, ne? Dann das weg. Hat man den hier dran gelassen? Ja, stimmt, den hatte ich hier noch ein bisschen vorgezogen, ne? Nehmen wir den kleinen. Den hatte ich ja... nicht so dahingesetzt. Hier machen. So und so. Ja, das passt. Das sieht ungefähr gleich aus. Das hier stört mich aber gerade hier. Das machen wir mal. Achso, das ist eine Quatsch, das habe ich ja gerade gesetzt. Das müsste jetzt eigentlich so halten, damit ich das jetzt hier wegreiße. Oh, jetzt bricht's zusammen. Ja, sehr gut, Elgor. Hervorragend gelöst. Dann bauen wir das alles jetzt nochmal. Dann bauen wir jetzt alles nochmal. Irgendwie doof. Irgendwie jetzt doof. Hatte ich nicht hier... Hätte ich das da gemacht? So, und dann kam der hier da dran. Hat man es so gemacht. Dann kommt der wieder weg. Und der dann hier dran, ne? Okay, so. Den tauschen wir aus gegen den. Ach, da schon her. Ja, ja, okay. So wie gesagt, der hier. Der kommt jetzt weg. So. Und dann sieht das auch so aus wie hier drüben, ne? Check. Okay. Haben wir noch einen kleineren? Ja, den hier. Den setzen wir vielleicht mal hier dran. Let me in. Let me in. Genau, so. Sehr gut. Dann werden wir die Wand gleich hiermit verschließen.
Komm, das ist ja schon eine Leiter hier. Du fühlst dich nicht länger aus. Gut, das ist sehr schade. So. Gucken, wie das aussieht, wenn wir die Wand zumachen. Joa. Ja. Pass auf, jetzt brauche ich noch mal eine Leiter. Starten wir von hier aus. Damit wir die Balken hier oben weitersetzen können. Drehen, drehen, drehen. Ne, guck mal, das ist doch schon bläht. Die stimmen so nicht überein. Okay, weg damit. Was ist denn mit dem Kreuz hier oben? Passt das so? Stimmt das auch? Ist das symmetrisch? Geh hoch da. Nein, es ist noch nicht genug. Das ist ein wenig Mast in der Mitte. Ne, ist es eigentlich auch nicht. Das ist ja noch nicht mal einigermaßen in der Mitte. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe ein Blatt von hier oben zum Stehen. Nee. Nee, 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 nee. Hier. Das sollte doch wohl eher passen, ne? Check. Check, check, check. Dann gehen wir jetzt anhand dem eben runter. Du kommst wieder weg. Give me wood. So, damit ist der auch nicht mehr rot. Aber was ist mit dem? Der sollte eigentlich da anschließen. Den können wir. What? Was sagen? Stimmt das denn jetzt so? Ja. Selbst wenn es nicht so wäre, es fällt nicht mehr auf. Aber das sehen wir jetzt gleich, auch wenn wir das Dach dann dran pflanzen, ne? Ich sehe nichts. Naja, wenn man halt so ein detailverliebter Typ ist, was halt irgendwie auch so ein bisschen alles vernünftig haben will, ist man schon ziemlich am Orgeln hier. Warte mal, den kann ich auch wegmachen, ne? Ja. So, jetzt gucke ich mal. Ich gehe mal da hoch. Dafür muss da sowieso eigentlich Boden rein, deswegen setze ich hier oben mal eine Platte hin. Welche Richtung läuft hier? Nee, das soll auch so laufen. Ich meine, eigentlich macht der Bock. Ne? Also mir macht es auf jeden Fall Bock, das Bauen. Es dauert halt ein bisschen. So, kann man auch schön direkt wieder runterfallen. So, pass auf, dann lassen wir mal gucken, wie das denn jetzt hier passt. Das sollten wir eigentlich hier drauf setzen. Hallo? Ja, müsste so stimmen, ne? Wir brauchen wieder ein Brettchen und wir brauchen neues Holz. Korwood haben wir noch. Das brauchen wir näher. Dann schauen wir mal, gehen wir mal weiter hoch. Tja. Und nun. Und nun.
Nee, das passt so irgendwie alles nicht. Das ist, das passt nicht genau. Die muss ich auch wieder wegnehmen, ne? Den muss ich ja eigentlich auch wieder wegnehmen. Ja, wie verbinde ich jetzt die beiden Dächer am besten und am schönsten? Also wenn ich jetzt nochmal oben einen drauf setze, steht er dann über oder wie läuft das hier? Ja, der steht tatsächlich über, ne? Ach, das ist doch auch schon doof. Das ist doch schon direkt doof. Da stehen die... Nee, das ist doch... Nee, komm. Wie kann das denn sein? Da muss ich den halt anders setzen, ne? Dann halt eben so. Da ich hier nicht runterrutschen möchte. Guck mal so. Ja, so läuft das doch, oder? So kann man das Dach dann hier dran lassen. Jetzt wird es auch leider schon wieder Nacht. Mann, man ist so goddamn busy. Man sieht gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht hier. So. Und so. Ja. Ja, das sieht doch okay aus, ne? Dann können wir das ja zumindest hier mal auf der Seite so weiterbauen. Mal weg da. Du musst mal leider weg. Ja, so, zack, zack. Bisschen noch so hin, yes. Und yes. Okay. Die Seite erstmal soweit fertig, aber das Problem wird es noch auf der anderen Seite sein. Du bist weg, du bist weg. Und hier gehen wir wieder runter. Tja, hier. How to do it in this Dingen hier. Am besten mal von außen eine Leiter hochbauen. Leitern hier. Aber das ist ja fast wie in Minecraft. Da braucht man auch tonnenweise Gerüst, um sich da irgendwie... Warum? Hier hin, genau. Da braucht man auch immer tonnenweise Gerüst und Sachen und, ne? Ja, hier muss ich aber auch irgendwie komplett rumgehen noch. Eieiei, Leute. Eieiei. Also ich baue jetzt erstmal, ich treffe mich gleich hier in der Mitte. Ich baue jetzt erstmal von dort aus wieder hier rüber. Und dann checken wir das mal. Aber ich mache jetzt erstmal wieder, dass es Tag wird. So, ich habe jetzt mal kurz ein paar Minuten alleine jetzt hier was gemacht. Weil ich, das gefiel mir alles nicht, ne? Weil dann wurde das, diese Balken nur halb bedeckt und so. Und hier innen war es halt auch nicht so schön. Aber ich glaube, jetzt habe ich eigentlich einen Weg gefunden, um das vernünftig zu machen. Der Balken hier unten, der hier, der wird halt ein bisschen schwierig, ne? Der muss so irgendwie so ein bisschen da rein snappen. Warte mal, vielleicht kriege ich den noch was besser dahin, aber ich glaube, so werde ich es jetzt auf jeden Fall tun. Das ist ein bisschen tricky, dich da oben hinzustellen. Ja, komm, so. Ne, so. Und den halt da vernünftig rein snappen zu lassen. Na komm. Das wird mir auf die Ecke. So. Kann ich hier noch ein bisschen rüber oder so? So. Ja, gut. Bisschen Schwund ist immer, aber so sieht es halt relativ vernünftig aus. Und jetzt habe ich auch einen guten Anhaltspunkt, wie wir das so vernünftig machen können. Und zwar muss ich die hier oben eins snappen lassen, dann eins runter, auch wieder snappen. Und dann kann man den Balken hier wieder snappen lassen. Und somit ist das, glaube ich, ganz gut geregelt, dass ich hier einen vernünftigen Abstand hinbekomme. Und dann kann ich hier auch vernünftig das Dach noch weiterbauen. Also viel Fummelei, aber jetzt letztendlich haben wir es dann
oder habe ich es dann doch so hinbekommen, dass ich damit mit meinem Monk-Dasein irgendwie ja, verkrafte oder dass es mir gefällt. Und jetzt halt nur die Frage, wenn wir jetzt in den Boden noch so reinziehen, die äußeren drei, die wollten wir frei, die inneren drei wollten wir freilassen, damit da, dass das Feuer durchziehen kann, oder der Qualm. Da müssen wir vielleicht noch irgendwie was hinbauen, Geländer oder so. Hier natürlich auch verbinden, damit das hier tragfähiger wird. Guck mal, es ist jetzt nur noch leicht hellgrün. Jetzt ist es komplett grün, sehr schön. Das hier bauen wir jetzt den kompletten Boden rein. Eins, zwei, da muss noch einer. So, bis hierhin. Nicht die Voraussetzung. Ja, dann holen wir uns mal gerade ein bisschen Holz. Und hier liegt ja noch genug rum, ne? Ja, trotzdem, wir holen uns mal gerade ein bisschen. Corewood können wir mal, glaube ich, wegtun. Wir nehmen uns mal hier. Jetzt komme ich natürlich auch nicht mehr in die Etage rein. Die Leiter mal wieder weg. Ja, überlegen müssen wir uns auch noch, wie wir hier hochkommen, ne? Ja, machen wir später, wo wir den die Treppe hoch hinbauen. Vielleicht auch hier in die Seite oder so. Schauen wir mal jetzt erstmal so, dass wir den mal kurz gerade ein bisschen zubekommen hier. Und zwar so. Das sollte aus meiner Tragfähigkeit, sollte das alles passen, ist alles grün. Ja, sehr schick. Sehr schick, sehr schick. Hier, hier, hier und hier. Das lassen wir noch frei, damit wir da hochkommen. Ja, was können wir hier oben hin machen? Was ist denn hiermit eigentlich? Mit diesen Kreuzen, sind die zu groß? Vielleicht ein bisschen zu groß, ne? Oder wir bauen das hier dran. So. Hier noch hin. So, dann kann der Qualm immer noch von oben erstmal hier durchziehen. Und dann müssen wir gleich gucken, wie wir es oben am Dach machen. Aber erstmal ist das doch so, würde ich sagen, I.O. Ja. Gut, dann zimmern wir noch hier den Rest vom Dach. Guck mal, die können eigentlich weg. Und dann gucken wir, ob wir den hier nochmal so eingesnappt bekommen. Wo habe ich da drauf gezielt? Achso, guck mal. Komm schon, Piese. Ne, so nicht. Komm schon, vielleicht von hier. Also ist der aber nach unten noch. Mal gerade wegmachen. So steht er doch, oder? Yes, so ist er richtig. Dann können wir das Dach wieder hier drauf pflanzen. Was hier? Ja. So. Da schau her. Ne, hier haben wir drin das. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das gefällt mir so. So können wir es endlich mal lassen. Ja, wie gesagt, dann muss ich hier noch das Dach hinten von dem Storage-Raum ein bisschen nochmal angleichen. Corewood Balken weg. Dafür kommen die, hier die, ne? Kanthölzer hin. Und dann machen wir das jetzt mal so. Ja, ich ziehe mir mal gerade einfach jetzt hier erstmal die Dachbalken da rein und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, und letztendlich beginnen wir dann an einem nebligen Morgen. Sieht ja immer wieder ganz gechillt aus hier, ne? Ja, Leute, das Dach ist ziemlich groß geworden. Ich hatte ja vor, hier ein Dach drüber zu bauen und dort ein Dach. Aber dann war es halt doch leider so, dass die obere Etage zu klein ist, ne? Dann hätte ich aufgrund der Dachschrägen zu wenig Platz gehabt. Deswegen habe ich das dann, ja, habe ich halt ein Riesendach draus gemacht. Ich hoffe, es ist so ein bisschen was geworden. Also ist jetzt, ja, nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so. Hier von unserem kleinen Stall, ja, das sieht eigentlich auch jetzt soweit erstmal ganz gut aus. Huch, was ist das denn hier? Das geht so eigentlich nicht. Ja gut, da kümmern wir uns später rum. Ich habe die Palisade hier nochmal ein bisschen weiter weg gemacht, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Vielleicht hier ein, zwei Bäumchen und hier einen kleinen Gartenbereich, wo wir noch Möhren anpflanzen können.
Ja, die Ecke hier wird ein bisschen tricky. Weil es hier frei ist, aber... Ja, da gucke ich mal. Lass ich mir gleich was einfallen. Da wollte ich euch aber jetzt auf jeden Fall mit dabei haben. Hier mal einmal hochgucken. Was habe ich hier mit der Treppe gemacht? Naja. Ja, oben natürlich jetzt sehr viel Platz. Hier haben wir es ein bisschen zugemacht für den Rauchabzug. Der Rauchabzug von außen gefällt mir natürlich auch nicht so hundertprozentig, aber... Ja, was willst du machen? Unbedingt schöner, schlechter geht es jetzt nicht. Schlechter mit Sicherheit, aber schöner. Ja, ist jetzt da halt so ein komischer Rauchabzug. Aber gut, dasselbe werden wir auf der anderen Seite auch noch machen müssen. Für die Küche. Jetzt sind hier, glaube ich, die Feuer ausgegangen. Nehmen wir direkt mal wieder an. Aber ich glaube, für die Küche werde ich das irgendwie mal so... vielleicht hier so nach außen verlagern. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Dass wir hier einen Baum hinpflanzen. Hier machen wir so eine Küche, dass der Rauchabzug nach draußen geht. Muss ich später mal gucken. Und hier werde ich auf jeden Fall gerne eine Küche und Crafting-Ecke. Ich weiß nicht, ob ich hier noch vielleicht eine Kohlemeile anschließe oder irgendwie sowas. Dass ich das auch mal so im Haus habe. Ich glaube, ich habe 15 Sortenkerne. Mal gucken, was wir damit machen können. Ja, aber soweit erstmal dazu. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier weiter am Dach. Ich hole mal ein bisschen mehr Holz. Patsch. Ich bin sogar letztens einmal beim Hausbau gestorben, weil ich die ganze Zeit da runtergejumpt bin. Genau, hier, ne? Genau. Tür zum Garten. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt bauen wir uns mal erstmal eine Leiter. Huch, ne, nicht die. Die hier. Und dann machen wir mal hier das Dach ein bisschen weiter. So. Weil es halt auch ein bisschen... Oh, da guckt der... Naja, ist jetzt so. Dass er da rausguckt. Weil das ist hier halt ein bisschen tricky mit dem Dach. Das alles so hinzuschustern, dass das irgendwie so passt. Teile halt immer drehen und pflanzen. Platzieren. Kann man das so noch? Ja. Ja, das ist halt so, ich glaube, so ein Runddach baue ich, glaube ich, auch nie wieder. Ja, hier noch ein Trittbrett. Wie kann man das jetzt am besten zumachen hier? Ja, schwierig, ne? Und das hier mit irgendwie dran machen. Das ist in der Tat etwas doof hier. Ja, man könnte es zwar vielleicht so machen. Aber so gefallen tut mir es nicht. Richtig. Das sieht aber doof aus. Ja, das kommt nochmal weg. Vielleicht hätte ich nochmal eine Stufe. Upa. Lass mich jetzt mal da hoch hier. Könnten wir nochmal was essen. Für mehr Stamina. Eieiei. Also mit dem hier. Wie ich das hier irgendwie so... Das ist viel zu hoch, das möchte ich so nicht. Ja, okay, guck mal, das machen wir mal so. Ja, wenn das jetzt da dran zu bekommen, holy crap. Ja, ich glaube, viel schöner kriegt man es halt hier oben auch nicht hin, ne? Das ist leider so. Das wird jetzt leider hier unser Schicksal sein. Ja. Sieht ein bisschen gewuselt aus, aber... Wie sieht das von außen? Naja. Können wir hier nochmal eins so drüber pflastern. Nicht wirklich, ne? Ach, ich würde sagen, wir lassen es so. Sieht jetzt echt nicht unbedingt toll aus. Naja. Lass es erstmal so. Ich würde sagen, dann machen wir mal gerade hier zu.
Obwohl hier vielleicht auch noch irgendwie was anderes hinkommt. Da bin ich mir auch noch nicht ganz... Obwohl, nee. Wir machen hier die Seite jetzt zu. Was soll denn das? Wir machen jetzt hier die Seite zu. Und zuerst mal hier so mit Baumaterialien. Zack, zack, zack. Ja, hier oben, die habe ich nochmal hingestellt für die Statik. Um die Statik vom Dach ein bisschen zu verbessern, ne? Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, außer bei denen hat es nicht funktioniert, aber hier hat es ganz gut funktioniert. Die ist auf jeden Fall was besser geworden, hier die Statik. Deswegen okay so. Haben wir hier nochmal ein Fenster rein? Ja, ne? Ja, ich glaube, hier machen wir nochmal ein Fenster rein. Was kriegen wir denn hier rein? Läuft da sowas? Da könnte sowas laufen, ne? So einen noch da rein. Wie sieht das von außen aus? Heia! Ja, komm, lass mal so, ne? Oder vielleicht sollte ich den da austauschen gegen ein Kantholz. Ich mach kurz Hand nochmal weg hier. Dann würde ich sagen, dass wir hier ein Kantholz hinsetzen. Dann sieht das Ganze nämlich hier mit ein bisschen schöner aus. So, und dann den hier noch zu. Jo. Dann sieht es von außen halt was schicker aus, ne? Ja, weniger. So, schau mal her, das sieht doch okay aus. Ah, jetzt ist da oben natürlich ein Holz. Das geht auch so schnell nicht weg, also holen wir uns das kurz wieder. Einmal hinjumpen, wehtun. Und gut ist. So, genau. Hier. Da wollten wir jetzt noch ein Fenster rein basteln. So, und so dann noch ein bisschen kleiner. Sieht aus wie ein Bunkerschlitz hier nur, ne? Wir lassen das mal so. Ein bisschen was größer. Die Wand können wir auch direkt noch zumachen. So, so, so und so. Eigentlich müssen wir da noch weiter hochbauen, ne? Das sehe ich schon wieder als problematisch an, du. Problematisch deswegen, weil wie machen wir das hier oben zu, ne? Haben wir Kernholz dabei? Ja, haben wir. Ich glaube, ich muss mal von hier aus nochmal hochgehen. Eieiei. Na gut, der Balken ist da. Was denn, wenn ich hier so einen hinsetze? Hm. Ist er denn jetzt grün geworden? Gehen wir den mal kurz zum Berechnen. Ne, immer noch nicht so ganz, ne? Aber was soll's. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach mal hier den Balken... Na, komm. Einmal hier dran. Oh, no! Oh, wow, wow, wow. Dangerous. Das ist gefährlich hier. So, kurz berechnen, dann sieht das, glaube ich, naja, guck mal hier. Ne, jetzt sind wir nach neu berechnet. Aber ist schon mal ein bisschen besser geworden. Naja, lassen wir es so. Dann kriegen wir hier, oh no, ich habe kein Baumaterial mehr. Hier kriegen wir aber dann noch die Dingens bei uns drauf. Das Dach. Ich
Holz wird auch weniger. Lass uns wohl neues Holz holen, ha? Machen wir gleich. Erstmal machen wir noch ein bisschen weiter. Dass wir das hier oben gleich mal zubekommen. Zumindest hier mal irgendwie ein bisschen das Dach, ne? So. Und so. Ja, dann können wir hier wieder Wände reinziehen. Okay. Ja, ist die Frage, wie machen wir das jetzt hier, ne? Das ist die Frage. Haben wir da einen Balken? Ja, da haben wir einen Balken. Und da jetzt ein Dach reinziehen? Kann man es auch so machen? Ja, aber... Why? Was ist denn, wenn ich das Dach jetzt hier mal weiter zumache? Was ist echt so viel Tüftelei, ne? Das ist echt Wahnsinn. Oder mache ich das Dach dann hier zu? So. Dann haben wir das auf jeden Fall mal geschlossen hier, ne? Und hier können wir uns dann eigentlich noch so eine... Sieht schon ein bisschen strange aus dann, ne? Das mit diesem hier. Wie wär's, wenn wir hier noch anstatt das hier... So ein X erstmal dran machen. Dann nehmen wir uns den hier. Ja, so. Und dann den Rest schieben wir hier dran. Ja, komplett mehr oben. Was dann hier? Eine Plattform bauen? Ob wir dann hier... Was? Hier auch eine riesen Wand reinziehen? Oder so machen wir ein Dach drauf? Lass mal gucken, wie das dann irgendwie aussehen könnte. Nicht unbedingt toll auf jeden Fall, ne? Und so? Oh, das ist schon wieder das Holz ausgegangen, ne? Tatsächlich. Also könnte es ganz okay sein eigentlich. Können wir vielleicht auf der Seite auch noch so machen. Ja, ich guck mal, ich brauche auf jeden Fall mehr Holz. Ich hole mir gerade ein bisschen mehr Holz und dann bauen wir das Dach mal gerade ein bisschen fertig. Oder habe ich nicht noch hier irgendwie was versteckt? Ich glaube eher nicht. Moment. Hat das Card schon geleert? Haha, leider ja. Ja, na gut, ich gehe mal schnell ein bisschen was Holz besorgen und dann treffen wir uns hier gleich beim nächsten Tag wieder. Und eben morgen im Grauen geht's weiter. Was ist denn, wenn wir das hier oben so machen? Mit diesen beiden? Hätten wir das dann irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen? Das können wir machen, das ist kein Problem. Jetzt mal hier dran. Wenn das auch so sein muss, aber... dann müssen wir den mal... Hallo? What's going on? Warum kann ich ihn nicht mehr wegmachen?
Na gut, nach einem Relog kann ich es dann doch wegreißen. Also war es tatsächlich nur irgendwie Server-Bug oder so, keine Ahnung. Wollte schon sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Das hätte wohl nicht wahr sein können. Gut, dann können wir das ganze Dach jetzt wieder hinpflanzen. So. So. Ist auch weggerissen, ja. So. Eieiei, das hat aber jetzt für Aufregung gesorgt, ne? Das wäre jetzt natürlich schon blöd gewesen. Das heißt, dann kann ich oben die Teile auch wieder wegreißen. So, das hier zum Beispiel. Hier unten drunter war ja nochmal ein Teil, das hier und tschüss. Dann können wir hier nochmal von neuem beginnen. Krieg ich den nicht noch wieder hingezaubert? Ja, das sieht doch nicht so toll aus. Das waren die falschen Balken. So. Lass mal gucken, kriegen wir das nicht hiermit doch hin? Sollte doch wohl eigentlich, oder? Schau mal. Den konnten wir da integrieren. Den Rest? Ich müsste das doch irgendwie mal ein bisschen anders bauen noch. Weil dann allein wenn ich das hier jetzt noch mit hier dran setze. Ja, ich meine, ich könnte nochmal hier sowas hinbauen, ne? Gucken, wenn wir das hier noch hin machen. Ich muss aber so, nicht so. Ah, Leute. Gebt mir das auf den Senkel hier. Können wir doch nicht hier. Ach ne, Moment. Da müssen wir jetzt sowas hier bauen, ne? Hier nochmal eine Stütze drauf. Sieht das doch alles wieder schick aus. Ja, vielleicht lassen wir es hier oben tatsächlich einfach auf, oder? Als kleine Dachlüftung. Und dann machen wir es da oben zu. Und gab was essen hier.
Hier machen wir das Dach dann zu. Beziehungsweise auch die Seite, ne? Hier kommt noch ein Dachelement rein. So. Hier auch noch. So. Dann ist das hier erstmal alles wieder schön zu. Jetzt gucken wir mal, wie wir es hier bauen. Und das hier dann wieder wegmachen. Da müsste doch ein Balken sein, ne? Müssen wir das hier auch mal gerade wegmachen? Können wir das doch hier eigentlich auch zumaken? Na komm, das soll's ja da unten dran. Jetzt wird schon wieder Nacht. Jetzt wird umgezappelt. Und los. Warum willst du nicht? Hast du keine Lust jetzt? Warum hat denn der bitte keine Lust? Das verstehe ich ja nun nicht, ne? Wieso der hier nicht dahin will? Dafür ist er doch eigentlich da. Haben wir das Problem jetzt gelöst, weil das Dach dann weg war, im Weg war oder so? Ne, natürlich nicht. Dann kommst du halt eben so da rein. Oder Moment mal. Was denn, wenn wir jetzt erstmal hier... So... Nee, nicht so. Jawoll. Und so in der Art bin ich beim letzten Mal gestorben. Wisst ihr was, wir machen erstmal wieder Tag, ab ins Bett. Gucken wir mal, pflanzen wir das mal hier hin. Dann müsste dieses Teil aber hier unten hinkommen. Nicht? Einsetzen. Mit der Blickwinkel ein bisschen was runter geht. Da, warte mal, da war es doch gerade. So. Dankeschön. Hier, weil dann der ragt dann wieder am Dach raus und das möchte ich nicht.
Gucken Sie das von hier aus. Und drauf fehlt hier auch noch was. Ja, da fehlt noch so ein Strohdach. So, zu. Hey. Nicht so wild hier. Tricky, das durch zuzubekommen, ne? Vielleicht aber hiermit. Ist das zu? Ich glaube eher nicht so hundertprozentig, ne? Nee. Können wir das noch mit so einem Balken hier auffüllen dann? Wo snappt der jetzt hin? Ich sehe es nicht. Schließt auf jeden Fall nicht komplett, das gefällt mir nicht. Na komm, wo bist du denn? Du warst doch gerade hier. Weg und weg. Das ist halt eben so, ne? Dann machen wir es halt eben so. Dann können wir hier eigentlich auch noch so einen Balken drauf, ne? Irgendwie so. Da das Dach hier drauf fällt. Ja, jetzt. Nein. Ja, machen wir es eben so. Dann kommt das Strohdach wieder drauf. Nee, so nicht. So. Kommt das Teil wieder drauf? Ja, dann sieht es auch halbwegs vernünftig aus, ne? Die Tonne liegt auf halbwegs. Naja, jetzt komme ich gar nicht mehr oben rein, ne? Doch, hier ist meine Leiter. Ach, Leute. So viel hin und her und tun und machen. Jetzt müssen wir noch da ein Stück zubekommen. Versuchen wir mal hiermit. Lassen wir den wegmachen. Dann passt das doch wieder ganz gut dahin. Dann machen wir hier. Ja, was machen wir jetzt hier? Machen wir jetzt hier wieder auf oder wie ist das? Die Balken müssen natürlich drin bleiben. Die könnten wir so auflassen. Dann kann man da oben reingucken. Und nachdem wir uns jetzt hier am Dach tot gearbeitet haben, tot gewurschtelt haben. Okay, da fehlt noch ein Eckteil. Das möchte ich natürlich noch zu haben.
Machen wir das nicht hier mit zu? So. Ich glaube, jetzt haben wir es halbwegs vernünftig hinbekommen, dass ich da sage, oh, damit kann ich leben. Ja, das war jetzt auch wieder eine. Also, warum ist das hier nicht möglich? So. Leute, jetzt haben wir auch wieder ganz schön viel Aufnahme hier. Ich glaube, wir lassen das jetzt auch erstmal so. Hier kann man auch unten reingucken. Vielleicht machen wir einfach noch hier noch so eine kleine Begrenzung dran. Ne? So, so und so. Dann kann man trotzdem auch irgendwie da runter gucken. Aber hier ist es safe. Man kann nicht runterfallen. Hier die Wände machen wir jetzt noch zu. Boah, Leute. Das war jetzt ein Ding, ne? Na gut. Ich werde mal ein bisschen was bauen. Die Folge hat jetzt eigentlich auch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Ich würde mal sagen, so sieht das jetzt erstmal aus. Wie es dann letztendlich fertig aussieht, seht ihr, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Wenn wir alle Wände drin haben und ein bisschen Interieur eingerichtet haben, etc. Ja, und dann schauen wir, wie es in der nächsten Folge aussieht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert oder abonniert sogar den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Elgo und ich bin raus. Ciao, ciao.